Hallo zusammen! In dem heutigen Video geht es um Porträtfotografie. Ich bin heute mit der Lena aus, oder Lena, du kommst Traunstein. aus Traunstein, aus dem südlichsten Bayern. Hat mich Lena heute besucht und wir wollen jetzt hier schön zur Mittagshitze und Mittagssonne ein paar Fotos machen. Wir starten mal auf dem Steg. Und meine Challenge ist, die Fotos mit verschiedenen Objektiven zu machen. Ich fange an mit dem 55 mm Objektiv auf einer Vollformatkamera. Dann habe ich ein 35 mm da, mein Lieblingsobjektiv, ein 85 mm Objektiv. Und dann machen wir, glaube ich, auch noch mal welche mit dem Zoom, mit dem 70 bis 180. Wir wollen einfach mal schauen, wie wirken die Bilder, was eignet sich gut zum Fotografieren auf dem Steg. Nachher geht es auch vielleicht noch mal in ein Sonnenblumenfeld. Mal gucken, gell, wo uns die Genau. Reise hinträgt. Hast Bock, Lena? Voll, Lass mal was ja. machen? Gut. Dann starten wir mal auf dem Steg. Ich lasse die Kamera einfach mal hier so als Making-of mitlaufen. Wir schauen einfach, ja, was wir jetzt draus machen. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass man sich gut dabei fühlt, dass die Lena auch vielleicht sich selbst bewegt. Ich werde jetzt nicht so viele Anweisungen geben. Ich möchte sie einfach so natürlich wie möglich einfach einfangen. Ja, und starten wir doch einfach Ja. mal. Starten tue ich mit dem 55 mm Objektiv und fotografiere in dem Fall jetzt sehr offenblendig, so auf einer 1,8er Blende und muss meine Verschlusszeit hier im M-Modus auf, ja, ein 2500stel schließen, dass sie nicht überbelichtet ist. Die Sonne kommt jetzt von da oben, das heißt, sie hat ein bisschen Licht im Gesicht. Und die Lena muss jetzt auch extrem aufpassen, dass sie nicht in die Entenkacke reinläuft, weil der Steg ist voller Scheiße. So. Und was noch wichtig ist, ich habe den Augenautofokus hier eingeschaltet. Und werde jetzt auch in so einem Continuous Mode fotografieren. Das heißt, ich mache mehrere Bilder hintereinander, um da einfach nachher das Richtige auszuwählen. Wenn du vielleicht hier so startest, hier so, hier an dem Punkt, Ja. und versuch nicht in die Kacke zu laufen, und auf einmal easy mal auf mich zu. Catwalk Style. Gut, lauf erstmal schön auf mich zu. Yes. Zack, zack, zack. Gut, also jetzt haben wir echt das Thema, das Gesicht, das liegt komplett im Schatten. Jetzt helfe ich mir einfach mal mit einem Reflektor. Und so ein Reflektor ist echt hilfreich. Es sind günstig, die Teile, die kosten um die 20 € oder so. Und geben der Lena ganz schnell Licht. Mehr habe ich auch nicht dabei. Wir machen alles mit Available Light und diesem Reflektor. Hier wirst du wahrscheinlich, hier werde ich das Foto erst machen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier dich schön anblenden können, ob wir dich hier irgendwie erwischen. Jetzt. Jetzt hätte sie, jetzt, wenn sie nichts mehr sieht und so macht, dann ist es super, ja. Das heißt, wenn du jetzt hier stehst, mal schauen, vielleicht kannst du sie sogar verfolgen mit dem Reflektor. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie klappt. Die Sonne, genau, schön blenden, dass sie keinen Bock mehr hat. Und ich baller jetzt los, Lena. Auch mal schön auf mich zu. Yes. Nochmal. Das machen wir jetzt mal zwei, dreimal. Und du kannst hier ruhig auch ausgefallener laufen. Also Hüfte ein bisschen einsetzen. Du musst auch nicht so schnell gehen. Schau mal, warte mal, stopp. Schau mal, dass du sie erwischt mit dem Licht. Einfach langsam laufen. Yes, komm auf mich zu. Yes. Das ist mein cool. Gott. So. Also. Lena findet jetzt das Bild auf 55 mm schon ganz gut, aber ich möchte dasselbe Bild jetzt mit 85 mm machen. Ich finde 85 mm, ja, stellt das Model nochmal deutlich schlanker dar und irgendwie hat der Bildlook vom 85er bei den Portrait-Sessions für mich eine ganz, ganz, ja, besondere Wirkung irgendwie. Keine Ahnung, der Style gefällt mir einfach besser. Ich schraube das mal um, 85 mm, und dann machen wir das Gleiche nochmal und dann habt ihr auch den Vergleich. Wie kommt so ein Bild auf 55 oder 85? Genau, 85er ist drauf. Das ist auch das 1,8er, glaube ich, 85 mm von Sony. Autofokus ist eingestellt. Let's go. Neuer Versuch mit 85. Ich muss mir jetzt wahrscheinlich ein Stückchen weiter nach hinten bewegen. Ja, deutlich nach hinten, weil ich ja eine längere Brennweite habe.
Wir machen die Bilder wieder im Hochkantformat. Ich muss halt jetzt nur aufpassen, dass ich Lucia mit dem Reflektor nicht mit drauf habe. Aber Lena macht eigentlich genauso alles wieder wie gehabt. Oder stopp. Und ich bin jetzt mit dem Objektiv auf einer 1/4000stel Belichtungszeit. Auch 1,8er Blende. Und Lena, du läufst wieder schön. Bam, bam, bam. Genau. Und nochmal. Das machen wir jetzt wieder 3-4 Mal. Versuch beim Gehen die Beine mehr übereinander zu nehmen. Dass du nicht so läufst. So wie ich. Halt. Ja. Mädels können ja mal schön mit dem Hintern wackeln. Das kommt auf den Fotos besser, finde ich zumindest. Und hier bei der Bildkomposition achte ich halt auch drauf, dass meine Kamera nicht abkippt. Dass ich schön symmetrisch in der Mitte des Steges stehe. So, die Lena ist schön angeleuchtet durch den Reflektor. Jetzt hast du Licht. Ja. Super nice. Cool. Das waren jetzt ein paar Bilder im Laufen mit dem 85 mm. Augenautofokus sitzt, macht mir die Sache natürlich viel einfacher. Ja, und wenn ihr down mit dem Model seid, ja, dann könnt ihr das auch fragen, ob ihr auch näher rankommen dürft. Manche Mädels oder auch Jungs, die fühlen sich einfach nicht gut, wenn man denen auf die Pelle rückt. Ja, dann ist es eben besser, mit einer längeren Brennweite zu fotografieren. Aber ich glaube, Lena fühlt sich gut. Und ich kann ruhig mal näher rankommen, um einfach schönere Porträts aus der Nähe zu machen. Jetzt brauchen wir wieder schön Licht im Gesicht, Lena. Und ich komme ganz nah ran, schneide dich leicht an. Zack. Fühl dich wohl, spiel mit dem Hut, wie du magst. Yes, super schön. Zack, und sie hat Licht im Gesicht. Jetzt haben wir hier so einen verträumten Blick einfach am Steg, die Lena. Genießt einfach den Sommer. Sehr schön. Nice. Also, das war jetzt auf 85 mm. Ich probiere jetzt nochmal das 14 mm Objektiv aus. Das ist kein Porträtobjektiv und die Lena hasst mich jetzt, wenn sie das Bild dann sieht, weil einfach die Beine viel, viel länger werden oder auch die Arme, je nachdem, was näher an der Kamera dran ist. Wird lang erscheinen. Und dass wir es nicht übertreiben, lasse ich sie jetzt nicht auf die Kamera zulaufen, ja, mit dem Bein, sondern ich lasse sie mal einfach von rechts nach links laufen oder links nach rechts. Achte hier dabei jetzt auf die Bildkomposition, dass mein Steg schön symmetrisch auf dem Bild erscheint. Und dann läufst du einfach mal darüber. Ja. Die Lucia versucht dich mit dem Reflektor irgendwie schön zu blenden. Spring mal so rein und schau dabei in die Kamera, das super schwer ist, dass das Gesicht nicht entgleist, dass das Gesicht einigermaßen hübsch dabei ist. Versuch reinzuspringen, ja. Geht's? Ja, und bei mir geht's gut, ja. Yes. Schön. Boah, gutes Bild. Hut mal in die andere Hand. Yes. Komm, spring rein. Okay, go Lena. Sehr schön. Ja. Genau so machst du alles richtig. Ein Stückchen noch weiter zurück. Du bist jetzt auch höher gesprungen, das ist noch schöner. Gut. Mach das ruhig so hoch, du kannst. Boah, nochmal. Richtigen Gesichtsausdruck brauchen wir dann noch. Und das ist halt das super schwer. Also das, was du jetzt machst, ist halt verdammt schwer. Kann ich dir gleich sagen. Kann ich nicht mit jedem machen. Aber... Hopp. Ey, das sind 2, 3 echt gute Dinge schon dabei. Wirklich, wirklich gut. Okay, das ist cool. Aber du siehst, die Beine erscheinen viel länger. Wenn du jetzt auf die Kamera zulaufen würdest, wären die... Also, die Hüpfbilder sehen echt super interessant aus. Vor allem, wenn sie wirklich seitlich zur Kamera steht. Hat es jetzt echt Spaß gemacht, die Bilder zu machen. Als nächstes werde ich jetzt mit dem 70 bis 180 ein paar Bilder machen. Auch sehr offenblendig. Und mit dem Objektiv wird jetzt der Hintergrund noch viel mehr verschwimmen. Also wir haben diesen Bokeh-Effekt. Und das macht halt einfach auch dieses Zoom-Objektiv aus. Lena, ich denke mal, dass ich jetzt ein gutes Stück nach hinten gehen muss. Ja. Und dann machen wir wieder Ganzkörpershots und auch mal aus der Nähe nur Gesicht.
Wir fangen mal mit Oberkörper, schaut es einfach an. Weil du hast halt hier jetzt extremst die Sonne hier auf der Backe und hier bist du schwarz bei mir auf der Kamera und mit dem Reflektor bist du einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchtet. Jetzt bin ich auf 135 mm und die Lena legt gleich richtig los. Ja, zack, gut, gut. Schau vielleicht jetzt mal verträumt darüber in die Seerichtung. Vielleicht drehst du recht so. Mal schauen, wie das wirkt. Okay. Also richtig mit dem ganzen Körper. Drehst dich rum. Kurz ein, zwei Bilderchen noch an. Okay, jetzt nochmal auf 85 mm. Im Liegen und Sitzen ein paar Fotos. Will ich dann Feuer in den Augen haben. Ja, ruhig noch weiter nach hinten. Ja, so, 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 so. Schau nach oben, ja, so. Boom. Licht im Gesicht. Boom. Nochmal. Einmal noch. Nach hinten und zu mir gucken. Sehr schön, sehr, sehr schön. Boom. Und vielleicht so auf mich zulaufen, indem du das Kleid so einfach, mal schauen, ob das funktioniert. Ja, okay, das machen wir jetzt 10 Mal. Immer schön durch die Kacke. Oh. Nochmal, ein paar Mal. Okay, super. Mehr am Kleid zupfen. Mach's mal richtig. Go. Go. Okay. Spannung ist immer ganz, ganz wichtig in Beinen und in den Füßen, meine ich, genau. Ja, nochmal. Schau, ja, so, zack. Mich anschauen. Yes, 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 genau. Jetzt mal von oben. Das ist, boah. Das geht schon. Also das macht für mich einen Unterschied, ob die Füße echt... Ja, voll. Angespitzt sind. Ein paar gute sind dabei. So Freunde, jetzt sind wir weitergefahren zur bekanntesten Hütte am Ammersee, die Bootshütte in Stegen. Und hier auf dem Steg, der vor zur Hütte führt, machen wir jetzt auch noch mal 2, 3 Bilder. Dann wird sich die Lena jetzt einfach nur mal hier ans Geländer anlehnen. Anfangen tue ich mit meinem 85 mm Objektiv und sage let's go. Ich versuche jetzt das Dach von der Hütte mit drauf zu kriegen und das Ganze hochkant zu fotografieren. Und ich muss jetzt tatsächlich nach unten gehen, weiter zurückgehen auf 85. Genau, die Füße zusammen, Licht ins Gesicht über den Reflektor. Boom, sehr gut. Cool, sehr schön. Es ist hier echt eine super schöne Location sogar. Mittags um 12:30 kann man hier Fotos machen. Wir haben mal den Reflektor. Die Lucia leuchtet sich von unten schön an. Sonst wäre das Gesicht komplett im Schatten. Okay. Näher ran, mal schön das Gesicht. Zack, auch mal im Querformat. So. Jetzt das Ganze mal mit dem anderen Objektiv und zwar mit dem 35 mm Objektiv. Und wenn man auf 35 mm Models fotografiert, ist es wirklich sinnvoll, dass die genau in der Mitte des Bildes zu sehen sind. Weil umso weiter links oder rechts sie stehen, umso ja, größer wird das Gesicht oder runder wird das Gesicht. Und das möchte ja keiner. Deswegen positioniere ich sie möglichst mittig. Ist es stabil genug, wenn du dich mal draufsetzt auf das Geländer? Oder hält es sich aus? Okay, jetzt bräuchten wir wieder ein bisschen Licht im Gesicht. Ruhig das Hohlkreuz mal machen und Licht im Gesicht. Wunderschön.
Mal das Bein ausstrecken dann nochmal. Ja, so. Jetzt haben wir wieder Licht. Top. Top, Lena. Super. Und coole Bilder hingeschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. War gut. War echt gut. So, wir sind jetzt hier durch mit dem Shooting hier an der Bootshütte in Stegen. Also ich habe auf 85 mm die Bilder gemacht und jetzt am Ende nochmal mit 35 mm, um die ganze Bootshütte auch drauf zu kriegen. Jetzt bleibt mir nur noch vielen Dank an Lena zu sagen. Vielen Dank, dass du mich besucht hast. Den weiten Weg von Traunstein bis an Ammersee hat sie gemacht. War schon eine Ecke. Lena, du hast ja auch einen Instagram-Kanal. Wie heißt der denn? Lena-BML. Lena-BML. Gut. Also wenn ihr möchtet, folgt ihr gerne. Da werdet ihr bestimmt auch die Bilder sehen, die wir heute gemacht haben. Oder zumindest eine kleine Auswahl, wenn die Lena damit einverstanden ist. Und ja, dann freue ich mich einfach, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Schöne Grüße von mir, von Sigi vom Ammersee und von der Lena aus Traunstein. Jo, bye bye Leute. Ciao, bis zum nächsten Video.